Ja, meine Damen und Herren, und mein erster Gast, der ist jemand, der mit seinem Körper ein ziemlich utopisches Experiment wagen will. Er hat nämlich beschlossen, dass er sich nach seinem Tod eingefrieren lässt, in der Hoffnung, ein paar hundert Jahre später werde er wieder zum Leben erweckt und ewig weiterleben können. Also wenn ihr jetzt das Gefühl habt, das sei der Furz von irgendeinem Spinner, muss ich sagen, nein. Er war selber jahrelang Professor für Medizin, hat Theologie studiert und sagt, also die Sterblichkeit, die ist überhaupt keine Notwendigkeit. Herzlich willkommen, Professor Klaus Sames. Ich muss schon sagen, als erste Frage interessiert es mich wirklich, ist dann das ewige Dasein wirklich ein erstrebenswerter Zustand? Es ist ein unmöglicher Zustand. Ich hoffe, Sie haben das Publikum nicht zu sehr abgewärmt, denn dann müssten wir es jetzt langsam abkühlen. Sie hatten erwähnt, dass ich kurz Theologie studiert habe, nur 4 Semester, das ist die Hälfte etwa. Ich komme aus einem Pfarrhaus und ich wollte in den Himmel kommen. So in der Zeit, wo die Menschen sich entscheiden, was sie mit dem Altern und mit dem Tod anfangen wollen. Und dann habe ich mich auf mich selbst besonnen und bin sehr irdisch geworden. Und auf dieser Erde gibt es keine Ewigkeit. Was man machen kann, ist ein langes Leben führen zu wollen, und das möchte ich dann schon gerne, und auch über die Grenze hinaus, die mir gesetzt ist. Was heißt für Sie ein langes Leben? Ein langes Leben deutlich länger, als es der Mensch heute lebt. Also das heißt 200-300 Jahre? Und am liebsten so lange, wie es mir Spaß macht. Mhm. Ist dann das Leben nicht grundsätzlich deshalb wertvoll, weil es eben auch beschränkt ist? Zeitlich beschränkt und deshalb auch eben etwas, zu dem man Sorge tragen muss? Das Erste, was die Natur gemacht hat auf der Erde, war das Leben nicht unsterblich zu machen, aber das Altern zu überwinden. Das können einfache Zellen und einfache kleine Tiere, die aus ein paar Zellen bestehen. Die Natur repariert alles, was kaputt ist in einem Lebewesen, und ersetzt alles, was nicht mehr zu retten ist, und schützt das Lebewesen nach außen. Ungefähr 2 Milliarden Jahre lang gab es kein zwangsläufiges Altern auf der Erde. Ja, aber es sind ja doch alle Lebewesen gestorben. Nein, in unserer Keimbahn leben noch Nachkommen der ältesten Zelle auf der Erde. Das heißt, das Problem ist erst entstanden, als die Natur angefangen hat, zu kompliziert zu werden. Unsere Organe sind sehr kompliziert und die Reparatur wird immer komplizierter. Und ich habe mich 30 Jahre lang damit befasst, als Gerontologe, als Alternsforscher, und habe festgestellt, ja, das dauert wahrscheinlich so 200 Jahre, bis die Medizin so weit ist, dass sie uns voll reparieren kann, dass wir wieder jung werden. Und wenn ich das noch erleben will, dann muss ich sehen, wie ich diese 200 Jahre rumbringe. Und am gemütlichsten, wenn man schläft. Mhm. Also Sie haben sich entschlossen, nach Ihrem Tod sich tiefgefrieren zu lassen. Über das Tieffrieren sind wir längst hinaus. Beim Einfrieren entstehen Kristalle. Ich habe vor 10 Jahren einen Vertrag gemacht, dass das mit mir gemacht wird. Und damals musste ich damit rechnen, dass mein Körper total zerrissen wird von Kristallen, wenn man mich unter Null kühlt. Inzwischen ist die Wissenschaft so fort. Dann wäre auch das Erwachen nicht so wahnsinnig toll gewesen, oder? Sie wären dann ein ziemliches Wrack gewesen, vielleicht wieder lebendig, aber so ein... Das denke ich nicht. Also, größeres Abfallprodukt. Wenn jemand in Zukunft beschließen würde, uns zu reparieren mit ganz neuen Methoden, die es dann vielleicht gibt, würde er das nicht tun, wenn er genau wüsste, da kommt ein Wrack raus. Mhm. Dann lieber noch ein bisschen in der Brühe drin lassen oder im Eis. Aber was inzwischen passiert ist, man hat die sogenannte Verglasung entdeckt.
Das heißt, das Wasser wird zu einem Glas, ganz gleichmäßig ohne Kristalle, und kleine Organe, zum Beispiel eine Niere vom Kaninchen, hat das bereits überlebt. Die war bei minus 130 Grad, ist wieder erwärmt worden und hat ein Kaninchen versorgt. Das heißt, auf diese Art und Weise wird dann Ihr Körper nach dem Tod zwischengelagert, wenn ich dem so sagen darf. Wir versuchen das jetzt zu machen mit dem menschlichen Hirn. Das ist allerdings viel größer als eine Kaninchenniere. Und es müsste im Ganzen sehr schnell gekühlt werden, damit diese Verglasung eintritt. Das versuchen wir über die Blutbahn zu machen. Das Vorgehen ist, dass wir Frostschutzmittel zunächst in die Blutbahn bringen, denn sonst würden sofort Kristalle entstehen, und dann sehr schnell kühlen und dann tritt diese Verglasung ein. Und Sie lagen dann in einem Kühltank? Ja. Das geht dann, das Frostschutzmittel muss bei über 0 Grad verabreicht werden, sonst ist es nicht mehr flüssig. Und danach kann man dann kühlen. Das geht über 6 Tage bis auf die Temperatur von flüssigem Stickstoff. Und dann wird man zur Ruhe gelegt in einem Tank mit flüssigem Stickstoff. Und dieser Tank ist in Amerika? Dort lagen bereits solche Körper von Menschen wie Ihnen, die das gleiche Ziel haben. Mein Tank wartet vielleicht schon. Das ist ein Institut in Detroit. Die haben jetzt so gute Überschüsse erwirtschaftet, dass sie 6 Tanks auf Vorrat gekauft haben. Mein Name steht noch nicht dran, aber möglicherweise ist er schon da. Mit anderen Worten, wenn Sie jetzt, wenn das alles funktionieren würde, ist ja noch Utopie, Science Fiction. Erwachen Sie vielleicht in 300 Jahren. Ist das nicht beängstigend? Warum? Für mich wäre es beängstigender, nicht mehr zu erwachen und das jetzt schon zu wissen. Das ist kein guter Gedanke für mich. Ich glaube auch nicht, dass die Menschen alle kurz leben wollen oder gerne sterben. Sondern die meisten haben eben irgendeine Option in ihrer Jugend entwickelt, wie sie damit umgehen. Sich dann nicht mehr zurechtzufinden in einer Umgebung, deren Entwicklung man nicht mitverfolgen konnte, ist für Sie kein angsterregendes Gefühl. Die Umgebung wird zunächst mal aus lauter Leuten bestehen, mit denen ich guten Kontakt habe, die alle tiefgekühlt sind und dann mit mir zusammen wiederkommen. Das heißt, die Leute, die sich jetzt lustig machen über uns, die sehen wir nicht mehr wieder. Dann. Ist es realistisch, dass so etwas wirklich in Zukunft möglich wird für ganze Organismen? Vielleicht für einzelne Organe, dann denke ich mir, ist das denkbar, aber für einen ganzen Organismus? Fragen wir mal nach der Vergangenheit. Lange bevor der Mensch auf der Erde war, haben Organismen das gemacht. Das sind allerdings kaltblütige Tiere, bis hinauf zu Eidechsen, ja, die jedes Jahr bei tief unter 0 Grad völlig erstarren. Und sie machen dasselbe wie wir. Sie bringen Frostschutzmittel in ihr Blut und sie drosseln ihren Energieverbrauch sehr stark. Und im Frühjahr werden ein paar Enzyme angeworfen in ihrem Kreislauf, die bringen den Energiestoffwechsel wieder in Gang. Und mit Hilfe der Sonnenwärme tauen sie dann auf und sind wieder wach. Also ich will ja jetzt nicht über die politischen Probleme der, sagen wir mal, unendlichen Verlängerbarkeit des Lebens sprechen. Das ist noch eine ganz andere Dimension. Aber etwas interessiert mich natürlich schon grundsätzlich. Angenommen, Sie sind dann nur teilweise rekonstruierbar. Macht Ihnen das nicht Angst, wenn man dann einzelne Teile des Körpers halt doch nicht mehr so erwecken kann, wie Sie sich das wünschen? Ich denke, die Diagnostik wird sehr gut sein dann, bei einer sehr fortgeschrittenen Medizin, und dann bleibe ich in Stickstoff. Entweder